So, hallo, wir machen weiter. Bei Subliminal oder Subliminal, Superliminal, Entschuldigung, Superliminal heißt das Spiel. Und letztes Mal haben wir so das Tutorial uns durchgeschaut, haben so ein bisschen rausgefunden, wie das Ganze hier funktioniert, sind jetzt im Prinzip am Ende dieser Teststrecke, ich möchte so ein paar Portalbegriffe dabei verwenden, angekommen und stellen fest, dass wir hier nicht weiter dürfen. Aber hier sind Dinge passiert. Das hier ist gekippt und ich nehme an, dass ich jetzt hier hinter irgendwo irgendwas wegnehmen kann. Zum Beispiel diesen Eimer. Nein, schade. Oder kann ich das Ding selber einfach umstürzen? Nein. Da ist aber auch nichts, was ich wegnehmen könnte. Ich brauche halt irgendwas, um das auf den Ding hier drauf zu stellen. Oder ich gehe zurück. Das wäre auch eine Option. Ah, guck mal, hier ist ein Käse. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir hier gleich nicht mehr das tun, was das Computerprogramm von uns möchte. Und wir porteltechnisch hier gleich. Ich meine, das ist das Ding. Es ist eine Mauer. Hier komme ich ja nicht mal durch. So. Ich kann versuchen, die hier. Kann ich das irgendwie hier dagegen. Oh, wait. Ich das immer größer mache, kann ich dann vielleicht. Ah ja. Das ganze Ding bricht einfach auseinander. Ich nehme mir mal meinen Käse mit. Aber wie haben die sich das vorgestellt? Was soll man tun, wenn man hier nicht durch. Also. Man stirbt ja nicht so, man ist ja einfach nur hier. Was wäre, wenn ich zurückgegangen wäre? So nach dem Motto, okay, ich kann nicht weiter. Dann wäre hier Schluss. Ha. Okay. Na gut, wir haben es ja rausgefunden. Mich interessiert nur, was hätte sich das Programm selbst gedacht? Nach dem Motto, hey, du kannst hier nicht durch. Und dann steht man einfach hier. Okay. Hier ist die Mauer. Ja, das ist interessant. Gut, aber jetzt sind wir draußen. Können uns hier kurz umgucken. Mit dem kann ich alles nicht interagieren. Hier kann ich rein. Ist das der gleiche Weg da wie da drüben? Ja, das ist der gleiche Raum. Okay. Ganz schön dunkel. Ganz schön dunkel. Aber das soll wohl so. Und hier kann ich einfach mal weiterlaufen. Das ist jetzt halt eine Lagerhalle. Ja, man will halt nichts verpassen. Deswegen gucke ich mich so ein bisschen um, ob ich irgendwelche Easter Eggs finde oder sowas. Weiß man ja nie. Aber es sieht bisher nicht danach aus. Ich kann auch hier natürlich das Ding immer größer machen. Aber. Das hat mir jetzt nicht wirklich viel genützt. Wenn wir kleiner machen, ich möchte nicht sehen, so ein großes Ding vom Gesicht haben. Ah! Das habe ich nicht gesehen. Uff. War das dann wirklich eine Art Traum?
Oder ist es jetzt ein Traum? Uff, das war gerade interessant. Ich hoffe, ihr seid so erschrocken wie ich. So, halt die Klappe. Okay, ich kann hier nichts aufmachen. Ich konnte nur auf den Snooze drücken, das war's. Okay. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Okay. Gut. Wo bin ich jetzt? Also rein storytechnisch. Immer noch so ein Versuchsobjekt, wahrscheinlich immer noch. Wahrscheinlich war man hier im Traum. Okay. Scheinbar. Ah, Moment. Das ist das Ding. Im Traum konnte ich diese Sachen machen. Jetzt bin ich ja theoretisch aufgewacht. Also ist es theoretisch. Jetzt verstehe ich das erst. Das meinte die mit, man soll schnell durchgehen. Dann fällt man da runter. Das war alles so gedacht. Okay. Und jetzt bin ich aufgewacht. Jetzt bin ich real. Das heißt, aktuell sollte ich diese Fähigkeit nicht haben, dass ich die Sachen so perspektivisch vergrößern kann. Das war ja nur im Traum so. Sehe ich das soweit richtig? Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen die Story verstehe. Na, hier kann ich nichts tun. Ja, ich kann nichts machen, ich kann nur. Errungenschaft freigeschaltet, Feuermelder. Okay. Also es gibt Achievements. Hier kann ich nichts tun. Kann ich an den PC? Nee. Kann ich mal schreiben? Kann ich ans Telefon? Nee. Okay. Gut. Rezeption. Hat man sich hier dann dafür angemeldet? Ist das der Eingang? Also theoretisch kommen wir jetzt wieder raus, wenn ich das so sehe. Ne? Hier ist ja Rezeption, hier ist ja der Eingang. Dann habe ich aber diese Sache, die ich unterschrieben habe, habe ich dann im Traum unterschrieben oder sowas in der Art. Und hier funktioniert das jetzt auch. Ah, jetzt. Okay, nein, ich habe die Fähigkeit noch. Also träume ich doch noch. Oder wie oder was? Okay, wir gehen einfach mal weiter. Auf jeden Fall habe ich die Fähigkeit noch. Ich dachte jetzt, ich kann das jetzt aktuell nicht machen, solche Geschichten. Aber scheinbar habe ich die Fähigkeit noch. Ich dachte, ich habe die Story jetzt verstanden. Okay, das geht immer noch einmal kaputt. Beste Getränkeautomaten. Okay. Das muss noch ein Traum sein. Mehr Feuermelder, aber diesmal kein Achievement. Some doors are best left closed. Ah, das geht auch. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Dann hat man genug gedrückt. Okay, Moment. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm.
Bin echt gespannt, in welche Richtung das Spiel noch gehen wird. Ah, jetzt geht er auch nicht mehr. Okay. Werde es jetzt mit jedem Feuerdings machen, den ich finde. So lange, bis er nicht mehr geht. Aber stellt euch das mal vor. So, ihr habt einfach Durst und habt nur so eine winzige Dose. Und dann sagt ihr so, och nö, das ist mir zu klein. Und dann habt ihr einfach so eine Dose. Ist doch cool. Hat doch was. Ja, aber das Ding ist, dadurch, dass ich die Dose trage, sehe ich nicht, wann ich interagieren kann. Ich lasse die Dose jetzt mal Dose sein. Okay, hier ist Exit. Einer von den Wegen wird wieder komisch sein. Oh, why? Oh no, oh no, oh no, oh no. Merkt ihr, was passiert? Okay, kann ich da was tun? Aber dahinter geht's gar nicht weiter. Das ist, glaube ich, wieder nur so ein perspektivisches Spiel. Ich glaube, das ist nur so ein perspektivisches Spiel, ne? Und da kann ich da vielleicht die Dose irgendwie... Ist das nur ein Bild? Die kann da gar nicht rein, weil das ist ein Bild. Okay. Push to open. Ich habe gepusht. Bisschen anders, als das gedacht war, aber ich habe gepusht. Okay. Ich mach das wieder richtig. Moment. Ah, ich kann es nicht. Ich kann es nicht wieder. Ah, vielleicht krieg ich es wieder richtig hin. So. Nee. Da ist die nächste Push to Open. Wir gehen das mal hier lang. Das sind so Perspektivenspiele. Ich denke, da mache ich nichts falsch, wenn ich da erstmal langlaufe. Da wird nicht gleich jetzt was passieren. Hier passiert sogar rein gar nichts. Ja, das ist wieder so ein... Ja. Das ist wieder so aufgemaltes Zeug. Das ist voll interessant. Hier ist einfach wirklich nichts. Und hier ist einfach aufgemalt. Ah! Oh Gott. Ey, es ist nicht mal ein Horrorspiel. Ich erschreck mich schon zum zweiten Mal. Plötzlich das Ding da einfach entgegenkommt. Oh, ist das gut. Ich wusste, das ist irgendein Bild, aber nicht in der Richtung. Oh, ist das gut gewesen. Oh. Okay. Das ist halt die Frage, geht's hier weiter? Weil das ist so ein Durchgang, ne? Wovon wegen man darf nichts mitnehmen. So ein Durchgang ist das. Aber was ist dann da hinten bei der Tür gewesen? Die andere Exit-Door. Ah. Exit temporarily moved. Gut, hätte ich als erstes hier hinlaufen können, wenn ich es ja nicht gewusst hätte. Oh, man kann jedes Exit-Schild einfach mitnehmen. Okay. Da kann ich nichts tun. Nehmen wir das mal mit. Beziehungsweise
Kann ich ja gar nicht. Weil hier ist ja so ein, ne, so ein Ding. Okay. Aber hier war auch noch, glaube ich, eins. Ja, aber auch das kann ich natürlich nicht mitnehmen. Okay. Ja, guck mal, das ist immer noch so aufgebaut. Das ist doch immer noch so ein... Es ist entweder Traum oder... Weiß ich nicht. Ich dachte, ich habe so ein bisschen verstanden, was jetzt gerade passiert, aber scheinbar noch nicht. Also was ich... Was mich jetzt schon reizen würde... Was ich auch gleich mal probieren werde. Jetzt erstmal hier jedes Schild abnehmen. Und dann hier drüber klettern. Die Nummern passen halt auch überhaupt so. Ergeben gar keinen Sinn. So, hier ist das Zimmer 672. Hier ist das Zimmer 318. Hier ist das Zimmer 815, so, warum? Ah, ich glaube, ich muss sogar da oben drüber klettern irgendwie. Weil es geht ja gar nicht weiter. Ja, das war, das ist der, ja. Na, die Schilder sind so, ich gehe hier rum, gehe hier rum, gehe hier rum. Gehe hier rum und im Endeffekt passiert einfach gar nichts. Okay, dann werde ich mal versuchen, mir ein großes Schild zu bauen. Ah, das geht in die richtige Richtung. Nein! Das war nicht... Ich meine, ich habe noch ein paar, aber das... Das war nicht, was ich wollte. Ups. Hä? Hä? Hat sie allerdings gleich erledigt mit den Schildern, die ich hatte. Also wenn man die hier verlieren kann, die Schilder, und die nicht respawnen, so, dann sagt mir das... Dann sagt mir das eigentlich, dass ich die hier nicht brauche. Dass das Rätsel nichts mit den Schildern zu tun hat. Aber das ist schon mal... Das ist, was ich... Das ist exakt... Oh mein Gott, das hat viel zu gut funktioniert. Das hat viel zu gut funktioniert. Komme ich da jetzt hoch? Nice. Da liegt das andere Schild. Hui. Ich wollte jetzt allerdings nicht unbedingt... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich hier wieder raus? Aber es ist egal, worum man außen rum geht. Man kann einfach rausgehen. Yo! Was sagt mir diese Blaupause jetzt? Außer, hi. Hier bin ich. Es ist schon böse dunkel.
Ja. Excel, ja, too much. Ja, New Cube Destin Des Design, New Cube Design. Ja, nee, ja, das sind 90 Grad, das stimmt. 12, 8. Ballsply Corrugated Portal Prototype Clipping Order More Wet Paint. Rote Farbe ist ausgegangen, okay. Ha! Wieder einen gefunden. Das sind jetzt meine Sammelobjekte. Ah, und hier kann ich wieder da rein. Okay, hätte man andere. Also, wenn ich jetzt alle Schilder nach draußen gepfeffert hätte, was wäre dann. Oh, wait, ich muss mal da hoch. Wie komme ich da rüber am blödsten jetzt? Aber was wäre passiert, wenn ich alle Schilder hier weggepfeffert hätte? So, da nach außen. Dann hätte ich ja keins mehr gehabt zur Verfügung. So richtig, ne? Kriege ich das irgendwie hin, dass das sich bis hier rüber dreht? So, like. Ah, so ein bisschen. Bisschen größer noch. Und jetzt so. Das hat viel zu gut funktioniert. Stercon. Nee, aber das wäre die interessante Frage. Was wäre, wenn ich jetzt alles verpfeffert hätte? Hätte ich irgendwie anders den Weg hier hochgefunden oder hätte sich das resettet mit der Zeit? Vielleicht hier über die Lampe? Wäre sowas möglich gewesen? Kann sein. Ich würde es ja fast gerne mal ausprobieren. Was gewesen wäre? Wait, wie hoch komme ich hier? Kann man da hoch? Ich meine, es ist interagierbar, ne? So ist es. Okay. Nein! Dann komm wieder her. Komm wieder. Ach, ist da runtergefallen, okay. Okay, das ist alles ganz normal. Oh, ich bin gelaufen. Ja. Komme ich von hier darüber? Oh mein Gott! Höher, größer, noch größer. Der muss da oben anecken. Und ich darf, muss aufpassen, dass ich nicht runtergeschubst werde. Aber das passiert eigentlich nicht. Also ich kann eigentlich gar nicht geschubst werden. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Ich kann nur. Ne, sie verschieben mich nicht, die Dinger.
Ich kann die verschieben, aber die verschieben mich nicht. Wie kommt man auf die Idee, so ein Spiel zu erstellen? Das ist voll gut. Komme ich jetzt schon irgendwie höher so? Nicht wirklich, ne? Nee. Ich wollte ihn aber so schräg haben. Dass der da oben so aneckt. Das muss doch möglich sein. Mein Gott, wir können jetzt mal drüber laufen. Und hier hingehen. Ich will da hoch. Das geht bestimmt. Wenn man schon hier hin darf, dann darf man auch noch höher. Aber dafür muss ich es irgendwie hinkriegen. Dass der so ein bisschen schräg da hoch geht. Irgendwie so und dann so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich das schaffe. Das ist halt das Ding, so du hast halt keine. Yo. Okay, das ist auch interessant, den so hinzustellen. Du kannst halt nur links und rechts drehen, du kannst halt nicht kippen. Oh! Das lässt mich aber. Ne, das lässt mich aber nicht bedeutlich. Na, das. Ich müsste das halt so groß bekommen. Ich müsste das halt so groß bekommen. Weil so komme ich nicht an eine höhere Stelle, wo ich stehen kann. Das nützt mir nichts. Ah, Moment! Ich bin ja komplett lost. Ich habe ja 3 Millionen solche Dinger. Ich kann die auch aufeinander stapeln. Dürfen sich halt nur nicht. Nur nicht zu stark in die Quere kommen. Oh! Nein! Das war bestimmt gut. Oh, das sieht auch nicht verkehrt aus. Schade. Wäre cool gewesen, wenn der jetzt sich so, ne, da oben festgehakt hätte. Na, jetzt ist er. Das war nicht, was ich wollte. Ich komme nicht mehr ran. Jetzt. Aber da oben, da, man kann damit interagieren. So, das ist nichts. Na, das sind Dinge, die reagieren auf mich. Und auf Gegenstände. Okay, du kommst mit. Wir gehen da hoch. Yes! Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, wenn ich den hier drauf knalle, dass der mir, ne? Aber der steht eigentlich gut. Eigentlich kann mit dem nichts passieren. Wo sind denn die anderen hin? Ich habe nur noch 2 Schilder. Von 4. Wo sind denn die hin? Die anderen Schilder sind einfach weg. Aber der steht eigentlich wirklich stabil. Ja,
Der steht stabil. Auf dem kann ich jetzt einfach bauen. Ja! Das geht! Komme ich da jetzt hoch? Oh, jetzt bewegt er sich wieder. Kommst du mal wieder her? Aber das sah gerade echt gut aus. Das sah gerade echt gut aus. Ich komme da hoch. Was ist passiert? Wieso ist der jetzt gekippt? Oh shit. Oh shit, wir sind so nah dran. Kann ich da drauf? Okay, kann ich jetzt da drauf? Oh mein Gott. Errungenschaft, nimm deinen Müll mit. Okay. Ich weiß nicht, wie ich die bekommen habe. Ich muss jetzt noch hier oben hochkommen. Bleib hier. Ich muss. Ah, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich da hochkomme? Müsste es so schräg hier irgendwie so ansetzen können. Weil das reagiert nicht miteinander. Wow. Das ist klein geworden. Und jetzt? Oh Gott. Der müsste irgendwie so da drauf liegen bleiben. Ja, aber halt so zu mir runterkommen dann. Shit. Das ist aber auch gleich. Das ist beides untereinander, ne? Das ist gleichzeitig. Ich muss es anders bauen. Ich weiß schon, was ich mache. Ja, so. Und jetzt setze ich den. Der muss wieder größer werden erstmal. Nein! Und oh nein, an den komme ich doch jetzt nicht mehr ran. Der ist im Moment so klein. Da, das kleine, jetzt muss ich das kleine Stück vom großen Stück trennen, weil sonst fällt mir das kleine Stück runter und dann war es das. Ich habe es befürchtet. LOL! Hier oben ist einfach ein Ei. Was ist das für ein Geräusch? Oh. Das wollte ich nicht. Oh, hier könnte das auch funktionieren. Vorsichtig, noch kann ich nach hinten. Okay. Hier geblieben. Ja, hier geht das. Jetzt kipp richtig. Kipp richtig. Ich glaube, so komme ich nicht hoch. Ja! Oh Gott. Geht das?
mich da schon rein? LOL! Hier war das Ei. Yo, ich bin halt echt oben. Sick. Und da war das Ei. Jetzt habe ich das Ei natürlich runtergeschmissen, dummerweise. Da hinten liegt's. Aber sonst war nichts hier oben jetzt, ne? Nicht, dass ich hier jetzt gehe und vergesse, irgendwas mitzunehmen. Aber hier war das Ei. Warte, ich kann das Ei auch von hier oben, glaube ich, nochmal hochholen. Vielleicht muss man ja hier was mit dem Ei machen. Ey, das ist genial. Ich meine, das Ei steht hundertprozentig für Easter Egg. So, wofür soll das sonst stehen? Oh mein Gott, das ist viel zu gut. Das ist viel zu gut. Ich komme nicht drauf klar. Okay, wir gehen mit dem Ei runter. Hui! In Before, man musste das machen. Nein, garantiert nicht. Niemals im Leben musste man das machen. Aber es ist so gut. Ich habe ein Ei. Hallo, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Ja, das ist doch schön. LOL. Ich dachte, der liegt auf dem Ei, aber der war da drauf. Ich nehme das Ei mit. Ich kann das Ei nicht mitnehmen. Oh. Winziges Ei. So, aber ist das jetzt der gleiche Raum? Scheinbar ja. Aber mein Ei. Kann man das wegwerfen? What? Kann man das Schild wegwerfen? Ist das vorhin zufällig passiert, als ich das Achievement Nimm deinen Müll mitbekommen habe? Ist zufällig irgendein Gegenstand in den Mülleimer gefallen? Das muss passiert sein, ich kann es mir nicht anders erklären. Okay. Gut, das war das Ei. Das hat jetzt die ganze Folge gebraucht, ne? Ja, wir sind bei 40 Minuten. Aber das musste ich ausprobieren. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich meine, dafür ist dieses Spiel da. Genau für solche Spielereien ist dieses Spiel da. Es erinnert mich ein bisschen an die zweite oder dritte Folge Zelda, Hyrule Warriors, Breath of the Wild, wo ich einfach ultra kompliziert mit den Magneten und mit den Steinen da einen Weg zu einer Truhe gebaut habe, ich auch einfach so hätte rankommen können. Es war cool. Es hatte Spaß gemacht, so einen Weg zu bauen, da ganz kompliziert. Und dann dachte ich so, oh, boah, krass, wie ich das mache. Dabei war es gar nicht notwendig. Vielleicht gibt es hier auch einen einfachen Weg nach oben. Aber ich fand es cool, dass es so funktioniert hat. Das hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch beim Zuschauen irgendwo auch. Tschüss.